unendlich weit fährt, treten die Pedale stabil, dadurch aufladen. Leider ist es so, dass es auch nach 40 bis 50 Kilometer doch wieder in die Steckdose muss. Strom nachladen oder Termin aufladen. Und das treten die Pedale auf die Pedale auf 280 Watt. Während der Motor bis die Fahrradkistenfahrer das bedeutet leider, dass in der nächsten Funktionsstufe noch dran gearbeitet werden muss, dass die Kraft und die Energie über das Treten der Pedale erzeugt wird, wirklich dazu ausreichend, dass das Rad auch über 50 km hinaus in der Reichweite ohne zusätzliche Stromladung fortzubewegen. Ich denke, da werden die Koreaner ein bisschen dran arbeiten müssen. Auf jeden Fall ist es das erste Rad, das ohne Antrieb als reines Elektrofahrrad auch dieses Rad können Sie jederzeit bei uns Probe fahren und sind damit der Zukunft in deutlichen Schritten näher gekommen. Ich denke, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird es noch viel mehr für diese Rad. Jetzt anschauen weitere Videos zu aktuellen E-Bikes, außerdem Videos mit wertvollen Tipps rund ums E-Bike. Alle E-Bikes finden Sie natürlich auf unserer Website e-bikestore.de.